Das Wort hat der Kollege Dr. Stefan Kaufmann für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wenn ich mit den Zielen der friedlich protestierenden Studierenden teilweise sympathiere, zum Beispiel bei der stärkeren Beteiligung an der universitären Selbstverwaltung, möchte ich Sie bitten, dem Antrag der SPD-Fraktion nicht zuzustimmen. Die Probleme, Sorgen und Nöte der Studierenden sind uns wichtig und jeden Streit wert. Die Proteste sind uns auch nicht etwa lästig. Vielmehr muss die konstruktive Kritik ein Ansporn sein, die Qualität der Bologna-Reform noch besser zu machen. Der anvisierte Termin für den Bildungsgipfel im April 2010 ist hierfür der richtige Zeitpunkt nach dem internationalen Bologna-Gipfel. Er gibt dem Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung genügend Zeit, sich intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen. Mit Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wollen Sie verhindern, dass sich das Parlament in angemessener Weise auf diesen Bildungsgipfel vorbereitet. Abgesehen von aller Kritik, lassen Sie uns einen kurzen Blick auf die Ausgangssituation werfen. Im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe hatte sich Deutschland 1999 gemeinsam mit seinen europäischen Nachbarn die Aufgabe gestellt, einen europäischen Hochschulraum zu schaffen. Wir haben vor allem in den letzten Jahren unter Ministerin Schawan die Chance genutzt, durch die größte Hochschulreform seit Jahrzehnten mehr Beschäftigungsfähigkeit zu vermitteln und die Studiendauer zu verkürzen. Inzwischen bietet der durch Bologna geschaffene europäische Hochschulraum den Studierenden konkrete Vorteile, zum Beispiel einen leichteren Wechsel an ausländische Hochschulen. Da die Abschlüsse Bachelor und Master im Ausland wesentlich bekannter sind als Diplom und Magister, ist es inzwischen deutlich leichter, an eine ausländische Hochschule zu wechseln. Zahlreiche Länder haben in den letzten Jahren ihre Hochschulsysteme entsprechend aufeinander abgestimmt. Module und Leistungspunktesystem sowie Diploma-Supplement sorgen für Transparenz und erleichtern die Anerkennung der erbrachten Leistungen und Abschlüsse unter den Hochschulen. Es ist folgerichtig, dass die Kultusministerkonferenz die Hochschulen jüngst ermuntert hat, den Ausbau strukturierter Austauschprogramme mit ausländischen Partnerhochschulen voranzutreiben. Beispielhaft für die erfolgreiche europäische Dimension der Reform will ich hier die Universität Mannheim nennen, eine Universität mit deutschlandweit hervorragendem Ruf. Im dortigen Bachelorstudiengang BWL ergab eine Umfrage, dass sich durch die Umstellung die Mobilität der Studierenden deutlich erhöht hat. Und nebenbei bemerkt, hat sich auch die durchschnittliche Studienzeit auf 6,2 Semester und die Studienabbrecherquote auf unter 10% reduziert. Ein weiterer Vorteil für unsere Studierenden ist die leichtere Anerkennung durch ausländische Arbeitgeber. Vor der Bologna-Reform zeichnete sich die Hochschullandschaft in Europa durch große Vielfalt, aber auch durch eine verwirrende Unübersichtlichkeit aus. Der Mangel an Einheitlichkeit und Transparenz der Studiensysteme erschwerte den Vergleich und damit natürlich auch das Studium in anderen Ländern. In einer Zeit zunehmender Internationalisierung war und ist dies nicht mehr zeitgemäß, meine Damen und Herren. Gemeinsam mit den europäischen Partnern haben wir dies vor allem zum Wohle der Studierenden, aber auch der Wirtschaft geändert. Zudem wurden durch die Reformen europaweite Lernprozesse in Gang gesetzt. Die Staaten untereinander schauen, wo sie voneinander profitieren können. Innerhalb des Bologna-Prozesses kommen Rektoren, Politiker und Studierenden zum Beispiel bei den sogenannten Bologna-Seminaren miteinander ins Gespräch und können die bestehenden Probleme gemeinsam angehen. Wie wichtig und weitreichend die Bologna-Reformen gewesen sind, zeigt sich allein am Teilnehmerkreis. 46 europäische Staaten kooperieren mittlerweile in einem für unsere Zukunft zentralen politischen Thema. Das sollten wir auch nicht vergessen, meine Damen und Herren. Doch gibt sich die Koalition mit dem bisher Erreichten nicht zufrieden, denn wir dürfen die Augen nicht vor berechtigten Anliegen der Studierenden und der Hochschulen verschließen. Die Reform kann nie endgültig abgeschlossen sein. Wir werden die Umsetzung des Bologna-Prozesses deshalb evaluieren und mit den notwendigen Anpassungen auf die Forderungen der Studierenden eingehen. Mit dem Bologna-Qualitäts- und Mobilitätspaket werden wir auch die internationale Anerkennung von Studienleistungen und Hochschulabschlüssen noch weiter verbessern. Notwendig ist aber auch ein Perspektivwechsel. Der Bologna-Prozess bietet den Studierenden außerordentliche Chancen,
der Entwicklung und Teilnahme im europäischen Hochschulraum. Ich habe zahlreiche Beispiele dazu aufgezeigt und auch Beispiele dafür, warum Bologna ein europäischer Erfolg ist, der in der Praxis bereits von vielen Studierenden gelebt wird. Eine Abkehr von der Bologna-Reform wäre aber eine Sackgasse. Über Korrekturen am Bologna-Prozess werden wir im April beim Bologna-Gipfel beraten. Bis dahin wollen wir alle Kräfte bündeln und statt in Aktionismus zu verfallen und ad hoc einen Gipfel zu veranstalten, den offenen Dialog mit den Studierenden und den Hochschulen weiterführen. Vielen Dank. Kollege Kaufmann, das gesamte Haus gratuliert Ihnen zu Ihrer ersten Rede und wünscht Ihnen viel Erfolg.